Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands als die höchste Form der gesellschaftlich-politischen Organisation der Arbeiterklasse, als ihr kampferprobter Vortrupp, ist die führende Kraft der sozialistischen Gesellschaft, aller Organisationen der Arbeiterklasse und der Werktätigen, der staatlichen und gesellschaftlichen Organisationen. Sie führt das Volk auf dem Weg des Sozialismus und Kommunismus, der Sicherung des Friedens und der Demokratie voran. Sie gibt diesem Kampf Richtung und Ziel. So ist auch die Führung durch die marxistisch-leninistische Partei die wichtigste Quelle der Kraft und Stärke unserer nationalen Volksarmee. Zu einem der besten Kampfkollektive gehört dabei das Regiment August Bebel, in dem dieser Film entstand. Dafür ist, dass Genosse Mürb als Mitglied in unserer Partei aufgenommen wird, den bitte ich um sein Handzeichen. Danke. Gegenstimmen? Keine. Damit hat die Grundorganisation einstimmig beschlossen, Genossen Mürb als Mitglied in die Partei aufzunehmen. Ich habe mich gefreut. Ehrlich, ich bin richtig verlegen geworden. Ja. Und die alten Hasen dann so gekommen sind und mich jungen Kerlen, wenn du so willst, für würdig erachten, in ihre Reihen einzutreten. Und Leute, die schon 20 Jahre in der Partei sind. Oder wie der Genossen Altenbrecher noch länger. Und du kommst nur. Und ich selbst möchte den Genossen herzlich gratulieren zu seiner Aufnahme. Alles Gute wünschen, nicht bloß für sich, auch für seine Familie und für unsere ganze große Familie. Ich wünsche weiterhin viel Erfolg bei deiner Arbeit, Genosse. Gebt ihr mir. Wir Alten hätten es gern auch so gehabt, wie ihr es heute habt und macht. Es wäre für uns besser gewesen. Danke. Bitte schön. Nochmals alles Gute. Diese weißen, abgebrochenen Holzteile dort entweder mit Erde beschmieren oder wegmachen. Bei Marsch. Es ist ein freiwilliger Kampfbund von Gleichgesinnten, für den er sich entschieden hat. Der 21-jährige Martin Mürb, Unteroffizier, Panzerkommandant. Die Luftbeobachtung durchzuführen, ja, rundum. Stehen auf ihrem Sitz. Der Panzerfahrer ist der Genosse Unteroffizier Felsberg. Ja. Grüße können Sie wohl schon haben. Und Ihr Richtschütze ist der Soldat Vogel. Weil Sie meinen Namen noch nicht kennen, Unteroffizier Mürb, Kommandant. Zu meiner Person so viel. Ich bin nun seit 2,5 Jahren in der Armee. Unteroffizier ist zu erkennen, falls Sie sich im Dienstgrad schon auskennen. Auch so im militärischen Auftreten hoffe ich und wünsche ich mir, dass der Genosse Geißler genauso wird wie der Soldat Vogel. Nicht viel reden, anpacken, das kann er. Das kann er als Ofensetzer. Ja. Viel Spielraum haben sie als Ladeschütze. Ne? Ja, weil ich ja klein bin. Ich bin klein, das ist richtig. Die haben kräftig werden so sein und ist fleißbar, ja. Denn immerhin so eine Granate. Wie viel hat sie? 50 Kilo, ja. 43. Ja, die Panzergranate, die hat noch ein bisschen mehr, ist schwerer. Kanone, laden! Laut und deutlich. Und jetzt wieder richtig, ja? An der Seite einführen. Zuerst den Granatkopf. Nicht zu schnell, nicht hektisch werden. Ja, richtig. Und stoßen. Blockiergerät, zack, zack, zack. Gesehen. Ach so. So. So, hinsetzen. Granate geladen. Die Granate nicht von hinten einführen, sondern an der Seite und dann schieben. Ja. Ja. Dann schieben. Und wenn Sie sich dann auf Ihren Platz setzen wieder und haben gesagt, Kanone geladen, halten Sie sich an diesen Handgriff fest und mit der anderen Hand am Winkelspiegel.
Verstehen Sie? Weil der Winkelspiegel nicht stabil ist. Ja? Ja, das ist eigentlich ein guter Kommentant. In sein Handeln so schätze ich ihn eigentlich hoch ein. Versteht sie mit den Soldaten, weiß, wie er sie anpacken soll und so. Ja, der ist konsequent, man lässt sich leiden. Also, Disziplin, Ordnung will er wissen. Also kann ich nicht streng. Also, dass er eine Partei ist, das merkt man vor allen Dingen in der Unterkunft. Vor allen Dingen, es gibt ja auch Dinge, wo man mal nicht nur über Panzer redet, man redet auch über andere Dinge. Und versucht eben auch, mit unseren Problemen fertig zu werden. Es ist dazu notwendig, dass wir das Fahrzeug fluten, also das Wasser reinkommt. Deswegen wir keine Lüge auf, das ist ihm bekannt. Das Fahrzeug, die Rettungsgeräte werden angelegt, das Fahrzeug wird voll laufen gelassen. Wir verlassen das Fahrzeug aus einer Luke und schwimmen zum Ufer, trocknen uns wieder. Es gibt welche mit so einer großen Kusche, die haben da unten drin Angst. Ja, und es gibt kleine, unscheinbare, mit denen die auch unscheinbar sind. Die machen das erste Mal und machen das richtig. Wir führen diese Ausbildung hier durch, wir gehen hier ein bisschen rundum. Gewöhnen uns an das Rettungsgerät, ja, dass jeder vertraut ist mit den Handgriffen. Laufen zwei Runden außen unter Wasser, sie bekommen ihr Gewicht in die Hand, damit sie nach oben schwimmen. Dann gehen wir in das Flugübungsgerät und probieren die Sache im Kleinen. Nicht zufällig stehen im Statut der Partei die Pflichten vor den Rechten. Wer vermag davon Vorrechten oder Vorteilen zu sprechen? Vorteile? Wüsste ich nicht, was ich dazu sagen sollte. Im Gegenteil, man könnte das so einstufen, es wird mehr Arbeit, mehr Verantwortung, man hat einen größeren Aufgabenbereich. Schule, im Elternhaus, alles dahin ausging, um mich auf dem Gebiet der Politik weiterzuentwickeln, dass ich mir schon in der Schule das entsprechende politische Wissen, Grundwissen angeeignet habe.
glaube, wenn ich sie nie geheiratet hätte oder gar nicht kennengelernt hätte, wäre ich gar nicht so schnell in die Partei gekommen. Die gleiche Weltanschauung hatten wir ja sowieso. Das war von Anfang an klar. Und da wir uns viel unterhalten haben drüber, hat sie mich dann auch bestärkt im Entschluss. Meistens abends, wenn er vom Dienst kommt, darf er das machen. Wie stellt er sich dabei an? Genau, so blöd wie jetzt. Manchmal noch ungeschickter. Das ist nur das Lob einer liebenden Gattin. Der erste Zeit kommt das besser als ich. Da hat er mir was vorgemacht. Aber seitdem sie größer ist und so zappelt, da habe ich schon Schwierigkeiten. Ich traue mir nicht an junge Mädchen. Er, gelernter Meliorationsfacharbeiter und Soldat. Sie, technische Zeichnerin. Diese Aufnahmen spiegeln ihr Verhältnis zueinander. Ich hätte fast bei dem Verhältnis gesagt, wir sind verheiratet, wir haben kein Verhältnis. Aber ich würde sagen, ein 1A-Verhältnis. Besser kann man sich gar nicht wünschen. Nicht problemlos. Wir haben uns manchmal auch ganz schön in die Haare. Aber ansonsten so einen richtigen Streit hat komm ich doch ganz gerne nach Hause. Ich würde sagen, wenn er zu Hause ist, dann hilft immer mit. Wenn ich nicht da bin, geht das wirklich nicht. Dann, und wenn er zu wenig Zeit hat, meistens kommt er sehr spät abends. Obwohl der Haushalt ja nicht so ganz mein Boot ist. Ne? Ich bin mehr Soldat wie Hausfrau. Aber ich streng mich immer an. Ja, das stimmt auch. Ich würde sagen, das war von vornherein klar, schon vorher. Dass er bei der Armee bleibt. Soll man so sagen, es war mein Wunsch mit, dass er dabei bleibt. Sehr starke Anzahl von Parteigenossen. Alles, was bei uns geplant wird und was überhaupt vor sich geht im Regiment, kommt auf den Tisch in der Parteiversammlung. Dort machen sich die Kommunisten die Aufgabe klar. Im Allgemeinen kann ich sagen, dass die Arbeit der Kommunisten immer das I-Pünktchen ist, was die ganzen Prozesse, die in der Ausbildung ablaufen, beeinflusst. Es ist ja dann auch selbstverständlich, dass die Kommunisten ganz vormarschieren. Auf alle Fälle ist es so, dass ein Genosse zu erkennen ist an seiner Arbeit. An dem, wie er auftritt, an dem, was er tut. Und auch an dem, was er spricht. Das Parteistatut ist für mich das Handbuch des täglichen Lebens. Aber öfters mal reingucken und sich einige Sachen draus entnehmen, das hilft sogar viele Fragen beantworten. Zieh den Lauf das zweite Mal mit einem trockenen Lappen durch. Ja? So viel Öl auf der Waffe ist unangebracht. Also dann können Sie sich auch mal die Haare schneiden lassen. Bis morgen ist es abgestellt. Zu Befehl. Das Parteistatut als Ratgeber für alle Lebenslagen? Mehr als das. Kommunist zu sein und als solcher zu gelten, das will täglich neu erworben sein. Nicht zuletzt, wenn es sich für den Beruf Soldat zu entscheiden gilt. Ich habe dort lange überlegt. Ehrlich gesagt, es ist mir persönlich auch nicht leicht gefallen, diese Entscheidung zu treffen. Ich habe mich da sehr lange mit meiner Frau unterhalten, dass wir uns einig wurden,
Ehrlich muss ich eingestehen, dass ich erst nachdem ich die 3 Jahre herum hatte, so richtig im Stoff stand. Früher wollte ich mal Lehrer werden, oder? Das bin ich halt wieder Unteroffizier. Das ist für mich irgendwie ja dasselbe. Ich für die Anbringung des Sonderjahres einen Platz suchen, bei dem dieser Ast so befestigt, dass er beim Fahren nicht runterfällt. Und dass zugleich die Blattoberseite zum Gegner zeigt. Stellen Sie auf Ihren Sitz. Danke schön. Die Handhabung der Kurve. Drücken Sie die Sperre. Und drehen Sie das Flamengeh runter. Gut. Um das Flamengeh in seiner Achse drehen zu können, da ist aber diese Sperre aufgemacht. Ziehen, ziehen. Ich finde, zwischen der parteilichen und der militärischen Disziplin absolut ein Unterschied. Als Genosse ist es sowieso mein eigenes Bestreben und auch meine Pflicht, eine vorschriftsmäßige militärische Disziplin zu wahren und auch durchzusetzen im Kollektiv. Ein Genosse hat immer und überall zum Ausdruck zu bringen, was er für einen Klassenstandpunkt hat und zu zeigen, dass er Kommunist ist. Nicht nur aus dem Reden, sondern im ganzen Vorbild, aus dem Vorleben. Die Minengasse wird passiert in Reihenfolge 32. Ein Parteimitglied ist kein Mensch nach dem Schnittmusterbogen. Kommunistische Eigenschaften müssen anerzogen und erworben werden. Einer, der ständig dabei hilft, ist Oberstleutnant Käßler, sein Bataillonskommandeur. Sondern das ist immer davor. Und dieses Minenfeld oder dieses Hindernis, was der Gegner aufbaut, ist in jedem Fall gesichert. Wie, in welcher Ordnung wollen Sie das Minenfeld durch welche Gasse überwinden? Ich habe an ihm immer geachtet, das Wissen. Er hat ein sehr großes Wissen und auch gefestigt. Wenn er zum Beispiel beim Schießen ist mit draußen und er blättert uns so aus dem Stegreif sämtliche Schießregeln vor, dann müssen wir passen. Und dann habe ich mir immer gewünscht, das schaffst du auch mal so wie er. Oder er setzt sich im Panzer und schießt und trifft durch mit dem ersten Hieb. Ja, das hat mich immer gefreut. Ich hatte anfangs auch Schwierigkeiten. Ich habe immer das kleine Ziel nicht gefunden. Ich meine, es liegt immer am Kommandanten, wie und in welcher Richtung sich ein Kollektiv entwickelt. So wie der Kommandant führt, so läuft's Kollektiv, sagt man, Soldatenart. Und führen kann man ein Kollektiv nur, wenn man jeden im Kollektiv kennt, seine Probleme und sein Leistungsvermögen. Physisches sowie psychisches Leistungsvermögen. Soldat Käßler, zum Sturm, vorwärts! Und hochziehen! Eben wieder derselbe Fehler. Sie sollen das rechte Knie anziehen, mindestens bis auf Brusthöhe. Sonst fällt Ihnen der Rest des Überwindens schwerer. Hochfassen! Rechtes Knie anziehen und drüber mit dem Bein. Wir haben beim Juck 74, warst du da dabei schon? Mhm. Warst du schon dabei? Juck 74? Nee. Ja, haben wir unser Zug, ehemaliger Zugführer Leutnant Mahalet, haben wir mit den Freunden einen Angriff gefahren. Ein Zug von den Freunden mit T-62. Draußen auf dem Übungsplatz. Schön Kartuschen alles, war mal nicht schlecht. Abgucken kannst du von den vielen, ne? Das gibt's nicht. Миханик. Berge. Горы. А, горы. Горы. Он тоже в горы. Многие а горы. Нам такие горы, Эльбрус. Да, да. Под Эльбрусом. Да. Да.
dadurch, dass ich schon sehr oft mit ihm gesprochen habe, bringe ich die nötigen Gesten schon, um sich mit den sowjetischen Waffenbrüdern zu verständigen. Ich habe damals, das war im vergangenen Jahr, eine russische Initiative ins Leben gerufen. Heute lernt Russisch unter dem Motto. Liebe und Achtung für den Waffenbruder, Erziehung zum Internationalisten sind für Genossen Mürb, auch wenn er kaum darüber spricht, Grundsätze der Arbeit. Für ihn heißt führen, vor allem sozialistische Ideologie verbreiten. So sieht Genosse Mürb seine Vorbereitung für einen FDJ-Abend, mit dem er ein Stück des Kampfweges unserer Partei verfolgt. Ernst Altenbrecher ist ihm dabei mehr als ein Veteran. Er hat ja auch die Zeit gefunden, mich zum Zeitpunkt der Aufnahme als Mitglied zu betreuen. Bin auch schon mit ihm zusammengekommen in der Zeit meiner Kandidatenzeit. Es ist von Vorteil, wenn so ein älterer Genosse vor dem Kollektiv, vor Soldaten, Unteroffizieren sprechen kann, seine Erlebnisse darlegen kann. Diese Kampfwagen, die wurden in Zellau in ein Werk für die Reichswehr repariert. Und das sind Arbeiter gewesen, die dort erfunden, die haben das Ding fertig gemacht und sind ähnlich mit losgefahren. Hat noch eine prima Deckung, wenn wir vorgegangen sind als Infanteristen. Ne? Ich war MG-Schütze, nicht? Wir sind mit den Panzerwagen in Deckung vorgegangen. Unsere Dicken. So nannten damals die revolutionären Arbeiter während des Kampfes gegen Kapp ihre Panzerwagen, die 1968 einer Wettbewerbsbewegung der Nationalen Volksarmee den Namen gaben. Und von der August-Bebel-Kaserne ging die Initiative dazu aus. Zuwachs an Kampfkraft, verbesserte militärische Disziplin und Ordnung, höhere Erfolge in der Gefechtsausbildung, das bewirkten die Erfahrungen der alten Genossen und die Traditionen des Regiments. Auf alle Fälle will ich versuchen, durch diese Übung erst einmal zum Kollektiv eine Festigkeit reinzukriegen. Ja, weil ja so eine Übung immer bindet. Ist klar. Und dann will ich, was ja bei so einer Übung gut anzuwenden ist, meine praktischen Fähigkeiten ein bisschen aufmöbeln. Martin Mürb hat für diese Übung noch zusätzliches Gepäck. Er ist zum ersten Mal als Zugführer eingesetzt. Man wird besonders auf ihn sehen, ihn an der Kraft des persönlichen Beispiels messen. Das Hauptproblem ist, dass du beim Schießen Feuer zu leiten hast und beim Angriff nicht nur einen, sondern drei Panzer hast. Etwas tiefer rein, damit wir die Seitenwehr langziehen können. Sonst kriegen wir das nicht hin. Die rechte Brustwehrseite ein bisschen höher. Für sein Parteikollektiv war diese Übung zugleich Beleg, wie die Kandidatenzeit genutzt wurde, um Martin Mürb zu fördern und zu fordern. Wer hat ihm besonders geholfen?
Es gibt ja so viele. Das aufzuzählen, das wird eine endlose Liste. Einer, der unbedingt zu nennen ist, der Parteigruppenorganisator. Ich hatte schon als Panzerbauer mit dem Hauptmann Kronmeier sehr engen Kontakt, weil er ja unser Stellvertreter für Technik und Ausrüstung ist. Er hat auf dem Gebiet der Panzertechnik erstens sehr große Erfahrung, aber für er selbst mal Panzerfahrer. Und er hat uns auch auf jedem Gebiet was vorgemacht. Er ist auch ein prima Kommunist, wenn man so will. Ja. Er weiß zum Beispiel auf politischem Gebiet sehr viel. Alle Wandverschlüsse nicht zumachen. Bodenluke, Vorwärmerluke, alles zumachen. Ja. Gleich ein bisschen dabei. Noch ein Stück. Ein bisschen drehen. Da ist noch, sehen Sie es nicht? Ich sehe es doch schon. Jetzt schiebt man hinter. Nein, Sie haben doch genau die Zähne aufeinander, Jung. Nach oben da. Jetzt. Jetzt, Alter. Hinten hoch. Jetzt kommt hinten. An der Seite bei dem Vogel noch. An der Seite. Du musst hinten unten ein bisschen mit anheben. Unten, ja, von unten mit helfen. So, und jetzt hinten ausschieben. Und dann müssen Sie genau auf die Zähne achten. Kinder hinten bei dir. Jetzt. Ja, jetzt. 33, halt links. Der G. Verrichten. Feuer! Die Aufgaben wurden erfüllt, man kann zufrieden sein. Oder? Hat nicht so geklappt, wie wir wollten. Natürlich könnte man es bei dieser Feststellung belassen. Aber für einen Genossen wirkt sie zugleich Forderungen an sich selbst und sein Kollektiv. Ist Ausgangspunkt für neue, höhere Leistungen. Unsere erste Schlussfolgerung war, dass wir aktiver an uns und an unseren Kollektiven zu arbeiten haben. Und dass im Kollektiv nochmal konkret eingeschätzt werden kann, was erreicht werden kann. Wir hatten noch sehr große Reserven. Nur diese Reserven aufzudecken, das ist noch der Auftrag unserer Partei. Die Besatzung Mürb hat in jenen Tagen den besten Titel erworben. Und keinen geringen Anteil daran hatte ihr Kommandant. Lenins Rat, stets danach zu streben, den Namen und das Ansehen eines Parteimitgliedes höher, immer höher zu heben, waren ihm Anleitung zum täglichen Handeln. Denn wo kann ein Kommunist in der Armee dies besser als im Kampf um höchste Gefechtsbereitschaft? Herzlichen Glückwunsch, weiterhin alles Gute und viel Gesundheit und Schaffenskraft. Bitte schön. Genosse Mürb, Martin. Genosse Mürb, möge dich dein Parteidokument immer an die verantwortungsvollen Aufgaben erinnern, die du im Interesse der Partei der Arbeiterklasse lösen musst. Ich wünsche dir für deine weitere Arbeit als Genosse unserer Partei recht viel Erfolg. Das Überreichen des Parteidokumentes ist meines Erachtens für einen Kommunisten der Anfang. Jetzt erstmal richtiger Kommunist zu werden, das ist die Aufgabe, die ich in den nächsten Jahren für mich sehe.